Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch mit dem Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wird in Taiwan das Qingming-Fest, auch als Gräberfest bekannt, gefeiert. Direkt übersetzt heißt Qingming sauber und hell, womit eigentlich das Aussehen der Natur gemeint ist, denn die jungen frischen Blätter an den Bäumen sehen, wie gesagt, sehr frisch und sauber aus. Unter Qingming versteht man eigentlich einen von 24 Zeitabschnitten des Jahres. Diese 24 Zeitabschnitte beschreiben die Veränderung des Klimas im Jahresablauf und sind ein Leitfaden für die Arbeit der Bauern. Qingming ist dabei zwischen dem Frühlingsäquinoktikum und dem sogenannten Saatregen angesiedelt. Nach dem westlichen Kalender fällt Qingming gewöhnlich auf den 4. oder 5. April. Von den 24 Zeitabschnitten haben sich nur zwei zu Festen entwickelt, nämlich Dongzhi, die Wintersonnenwende, und Qingming, das Gräberfest. Ein anderes Fest, das Fest des kalten Essens, an dem man kein Feuer im Ofen machen durfte, lag zeitlich Qingming sehr nahe, sodass man schließlich keine Trennung mehr machte und beide zusammen das Qingming-Fest nannte. Dieses Fest spielte im alten China etwa die Rolle des Osterfestes. Am Tage vorher musste man fasten, durfte kein Feuer anzünden und am Festtag selbst aß man bunte gekochte Eier. Es ist aber zugleich das Fest des wiederkehrenden Lebens, dem Andenken der Toten geweiht. Die für das Fest typischen Speisen sind also kalte Speisen. Da ist zunächst Zawagui, ein grasgrüner Reiskuchen. Um diese Spezialität herzustellen, wird zunächst eine Mischung aus Klebreismehl und etwas Reismehl mit kochendem Wasser vermischt. Dieser Mischung wird Wermutsaft beigefügt und das Ganze wird zu einem glatten Teig geknetet. Für den Wermutsaft werden die gewaschenen Blätter mit etwas Wasser im Mixer geschlagen. Den Teig rollt man zu einer Rolle, von der man gleich große Stücke abschneidet, die wiederum zu runden Teigplättchen ausgerollt werden. Zawagui gibt es mit deftiger und süßer Füllung. Für die deftige Füllung nimmt man hauptsächlich getrocknete Rettichstreifen, die in feine Streifen geschnitten und mit Shiitake-Pilzstreifen, kleinen getrockneten Garnelen und Hackfleisch vermischt werden, während für die süße Füllung rote Bohnenpaste verwendet wird. Man gibt also die Füllung auf die Teigplättchen und wickelt sie in diesen zu Bällchen ein. Bei den deftigen ist eine etwas ovale Form üblich, wobei oben mit den Fingern eine Naht gepresst wird. Die süße Füllung wird zu Kugeln geformt und diese werden dann in die Teigplatten eingewickelt. Die Zawagui müssen 15 Minuten gedämpft werden, werden mit zu den Gräbern genommen, dienen dort als Opfer und werden dann kalt gegessen. Hier die Zutatenliste für Zawagui. Dafür benötigt man 100 Gramm frische Wermutblätter, 400 Gramm Klebreismehl, 100 Gramm Reismehl, für die deftige Füllung 8 getrocknete Shiitake-Pilze, etwas getrocknete kleine Garnelen, 150 Gramm Schweinehack und 240 Gramm getrockneten Rettich in feine Streifen geschnitten. Für die süße Füllung benötigt man 300 Gramm rote Bohnen, 100 Gramm Zucker und 50 Gramm frische Wermutblätter. Außer den Zawagui werden am Qingming-Fest auch Frühlingsrollen gegessen, allerdings nicht die frittierten Frühlingsrollen, wie man sie im Westen kennt. Diese werden hier Chunquan genannt, doch die Frühlingsrollen, die am Qingming-Fest gegessen werden, heißen Runbing. Für die Runbing wird in eine dünne, durchsichtige Mehlhaut eine Mischung aus Schweinefleischstreifen, getrocknetem Tofu, Streifen gebratener Eier und Füllingsgemüsen wie Bohnensprossen, Karotten, Sellerie und Schnittlauch eingewickelt. Diese Zutaten werden noch mit einer Mischung aus Erdnüssen und Zucker sowie Koriander bestreut. Das klingt vielleicht etwas eigenartig, schmeckt jedoch sehr gut. Im Gegensatz zu den frittierten Frühlingsrollen, die hier gewöhnlich die Größe eines Zeigefingers haben, sind diese nicht frittierten Frühlingsrollen etwa 12 cm lang und haben einen Durchmesser von ungefähr 4 cm.
sodass man, wenn man eine gegessen hat, nicht mehr ganz hungrig ist. Die Haut kann man, wie ich nachher beschreiben werde, natürlich auch selber machen, doch einfacher ist es, sie fertig zu kaufen. Vor dem Qingming-Fest kann man in traditionellen Markthallen manchmal beobachten, wie diese in einer verblüffenden Geschwindigkeit hergestellt werden. Man braucht dazu eine heiße Platte, nimmt einen Kloß mit der zähen Teigmasse in die Hand und geht mit dem Teig in einer kreisenden Bewegung über die heiße Teigplatte. Dabei bleibt eine Teigschicht auf der Teigplatte kleben, die man sofort mit der anderen Hand fertig abnehmen kann. Die Teigplatten werden aufeinander gestapelt und so verkauft. Doch hier nun das Rezept für zu Hause selbst hergestellte Frühlingshautrollen. Dazu benötigt man 200 Gramm Mehl mittleren Glutengehalts, 90 Milliliter warmes Wasser, 32 Gramm Eiweiß von einem kleinen Ei, etwas Öl, einen Viertel Teelöffel Salz. Das Mehl in eine Schüssel sieden, das Eiweiß und das Salz dazugeben und langsam unterrühren, das 60 bis 70 Grad heiße Wasser untermischen. Hier werden dafür Stäbchen verwendet. Dann alles zu einem geschmeidigen Teig kneten. Danach die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und den Teig 10 Minuten stehen lassen. Nun auf einer bemehlten Oberfläche noch einmal kneten, bis der Teig ganz glatt ist. Dann wieder in die Schüssel geben, mit der Frischhaltefolie abdecken und dieses Mal eine Stunde lang stehen lassen. Der Teig wird dann auf der bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle geformt. Diese in 12 möglichst gleich große Stücke teilen. Diese Stücke alle zu Kugeln formen und dann mit dem dünnen Wagelholz, wie man es für die Herstellung der Teigplättchen für Jiaozi verwendet, kleine Fladen mit einem Durchmesser von etwa 8 cm ausrollen. Einen dieser Fladen mit Öl bepinseln und dann noch mit etwas Mehl bestreuen. Dann den nächsten Fladen darauf legen und den Vorgang wiederholen. So stapelt man jeweils 6 Fladen übereinander und es entstehen 2 Stapel. Nun nacheinander die beiden Stapel langsam zunächst mit der Hand flach drücken und dann mit dem Wagelholz noch größer ausrollen. Wenn beide Stapel so auf etwa gleiche Größe ausgerollt sind, dann bepinselt man den einen Stapel mit Öl, bestreut ihn mit etwas Mehl und legt dann den anderen Stapel darauf. Wer möchte, dass beide Stapel exakt gleich groß sind, der kann zum Beispiel einen Deckel oder einen umgedrehten Teller darauf legen und alles Überstehende abschneiden. Dadurch wird auch vermieden, dass man zu dicke Ränder bekommt. Den Stapel Teigfladen legt man nun auf eine Dämpfplatte, also zum Beispiel den gelöcherten Stahleinsatz des Schnellkochtopfes. Man stellt ihn dann in einen Dämpftopf und dämpft die Fladen 10 Minuten lang. Diese Frühlingsrollen heute lassen sich nicht nur sehr gut einen nach dem anderen abziehen, sie brechen auch nicht so leicht. Auch wenn sie abgekühlt sind, haben sie einen guten Biss. Sind sie abgekühlt, dann sind sie fertig zur Weiterverarbeitung. Eben habe ich auch von Eiern gesprochen. Gekochte Hühner- oder Enteneier werden mit zum Grab gebracht. Diese werden dort geschält und die Eierschalen auf das Grab geworfen. Man sieht darin eine Ähnlichkeit mit einem Insekt, das aus einer Larve schlüpft. Es ist ein Zeichen der Erneuerung der Natur wie auch der Familie. Seit der Tang-Dynastie ist es am Qingming-Fest üblich, dass die Familien Ausflüge in die Natur machen, wobei man ein Picknick mitnimmt, um dann also auch im Freien zu essen. Tatsächlich ist es im Frühling in der Natur ja besonders schön, wenn das Wetter angenehm und noch nicht zu heiß ist und viele Bäume blühen. Für die Frauen im alten China war dies übrigens fast die einzige Gelegenheit im Jahr, wo sie die Möglichkeit hatten, einmal in die freie Natur zu gehen. Von diesen Ausflügen in die Natur brachte man gewöhnlich Stängel des Weidenbaums mit nach Hause, die dann zum Schutz der Familie vor Geistern in den Türrahmen des Hauses gesteckt wurden, oder man wob aus ihnen eine Art Mütze.
Es gibt verschiedene Sprichwörter, die davor warnen, was passiert, wenn man am Qingming-Fest keine solche Mütze aus Weiden trägt. Dann werde man nämlich nach seinem Tod zum Beispiel zu einem gelben Hund. Übrigens sollen auch das Schaukeln und Seilziehen zu den Aktivitäten am Qingming-Fest gehört haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wäre es, wenn Sie bei Ihrem nächsten Picknick, das möglicherweise noch ein bisschen auf sich warten lässt, diese Art kalter, nicht frittierter Frühlingsrollen ausprobieren? Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.